Einen schönen Montagabend hier bei RSH in der Spätschicht. Was war das Längste, was Sie mal geschwommen sind? Also bei mir waren es 200 Meter für ein Schwimmabzeichen. Jörg Büttner, der ist 47, eigentlich kommt er aus Berlin, war, lebt aber schon seit längerem in Hamburg. Und er ist Extremschwimmer. Am Samstag hat er die Insel Helgoland umschwommen. Wahnsinnsleistung. Wie es ihm dabei ergangen ist, das hören Sie gleich in der nächsten halben Stunde hier bei mir. Der RSH Insider. Immer sonntags um 18 Uhr. Wer macht eigentlich das? Hier ist die Spätschicht bei RSH mit Balzi am Montagabend. Ja, ich meine, sind wir nicht alle ein bisschen Extremsport? Ja, so ein bisschen zumindest. Was ist für mich Extremsport? Ich sag mal so, den Mülleimer runterbringen. Da bin ich schon klatschnass hinterher. Es geht aber auch anders. Jörg Büttner, der ist 47, kommt aus Hamburg und er ist Extremschwimmer. Am Samstag hat er die Insel Helgoland umschwommen. Jörg, wie lange hast du gebraucht dafür? Ungefähr 2,5 Stunden. Und war irgendjemand mit dabei oder hast du es alleine gemacht? Nee, ich hatte noch zwei Vereinskameraden mit. Ja. Und weil das halt so eine einmalige oder sehr seltene Chance war, so ein Schwimmbad zu machen, habe ich die gefragt, ob sie da mitwollen, und da haben sie ja gesagt. Es ist aber schon eine verrückte Idee. Wie war es denn mit dem Seegang? Das war die eigentlich größte Herausforderung. Also die Streckenlänge, wir sind gut 6 Kilometer geschwommen. Das ist jetzt nicht so das ganz Große für uns oder so. Also das machen wir häufiger auch im Training. Aber Stärke 5-6 hatten wir, glaube ich, alle noch nicht. Und was ist jetzt die nächste Herausforderung? Was weiß ich, Mallorca umschwimmen oder? Nee, also ich will jetzt am 13. nach Dover oder nach London, und dann fahre ich nach Dover. Und bin dann 12 Tage da. Ja. Irgendwann in den Zeitraum 15. bis 22. September, das hängt dann vom Wetter ab, haben wir die Chance, im Rahmen einer Viererstaffel über den Ärmelkanal zu schwimmen mit einem Begleitboot. Und das ist sozusagen dann als Training und Vorbereitung praktisch schon mal live vor Ort, weil ich ja dann nächstes Jahr im August den Ärmelkanal im Solo versuchen will. Das sind ja großartige Ziele, Respekt. So relativ, aber andererseits habe ich dann irgendwann festgestellt, als ich gesagt habe, jetzt habe ich mir den Ärmelkanal das Ziel vorgenommen, da war plötzlich alles anders. Da fand ich keinen Kumpel mehr, der mit mir ins Trainingslager ist oder sowas. Das kann ich mir vorstellen. Dann wünsche ich dir weiter alles Gute und viel Erfolg. Ich gebe mir Mühe. Schönen Abend. Jörg Büttner war das aus Hamburg. Er ist Extremschwimmer und hat am Wochenende die Insel Helgoland umrundet, und zwar nicht per Boot, sondern er hat sie umschwommen.